Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das habe ich auch schon echt lange nicht gesagt, glaube ich, diese Begrüßung. Und ich habe ein Haar im Gesicht, im Auge. Ich habe mir eben die Haare geschnitten. Wie ihr sehen könnt, sind meine Haare gerade wieder lang. Das liegt daran, dass ich mir Extensions eingetaped habe. Es ist ein bisschen schwierig gewesen wegen meiner Frisur. Also an manchen Stellen sieht man die so ein bisschen. Ich habe die versucht, gerade hier hinten auch so ein bisschen zu kürzen, zu stufen, dass es ein bisschen besser fällt. Habe das von der Länge her relativ kurz, also relativ kurz, gelassen und halt auch hier so durchgestuft so ein bisschen. Ja, also ich habe die halt so ein bisschen gestuft an den Seiten, dass es hinten den Übergang ein bisschen besser macht. Und auch so einfach, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Irgendwie ist die Farbe auch nicht so 100% 1:1 perfekt, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie mal wieder Bock gehabt, einfach mal auf lange Haare. Und ich habe das jetzt gemacht, weil im Sommer kann man dann halt besser auch mal einen Zopf machen mit den Extensions. Und vor allem mit meinen kurzen Haaren, die werden dann halt, außer die, die ganz außen und hinten sind, die muss ich dann halt ein bisschen irgendwie noch mit reinpinnen oder so. Aber ich habe so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, die Haare durch dieses Sandwich werden die anderen ja mit hochgezogen und fallen nicht so raus. Deswegen kann ich mir leichter einen Zopf machen, so zumindest der Plan. Aber bevor ich in den Urlaub fliege, mache ich die definitiv wieder raus, dass ich ein bisschen, ja, mehr Spaß haben kann beim Tauchen und so. Sonst sind die momentan einfach nur komplett geglättet, wie man sehen kann. Und ja, ich wollte euch eigentlich, ich laber schon wieder viel zu viel, eigentlich wollte ich euch ein Video darüber machen. Es ist irgendwie, es ist komisch. Es ist komisch, mit euch zu sprechen. Aber ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß gar nicht, ich habe einen Vlog gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Vlog geschnitten habe, weil wenn, denke ich mal, wird der Vlog auf jeden Fall vor diesem Video online sein. Ich wollte euch eigentlich ein Video darüber machen, weil ich habe halt wieder die Tape Extensions von VP Fashion geschenkt bekommen. Und zwar habe ich diesmal zwei Sets bekommen und ich habe total viel übrig noch. Also ich habe noch ein komplettes, also nicht ein komplettes Bündel, aber ich glaube, das müssten noch so, weiß ich nicht, lasst es 15 Tapes sein übrig, die ich noch nicht mal eingefärbt habe, weil ich auch nicht genug Farbe hatte, aber im Endeffekt reicht es ja auch, wie man sehen kann. Und sogar noch zwei Paare, die die Farbe zwar haben, aber die ich nicht mehr irgendwie an den Kopf machen musste, weil die so dicht genug sind. Die haben von VP Fashion jetzt, glaube ich, neue Tapes. Also ich hatte ja schon mal die anderen. Und was mir aufgefallen ist, was ein Vorteil ist, die sind irgendwie widerstandsfähiger. Also ich habe die ja, wie man sehen kann, im losen Zustand gefärbt. Und die sind halt nicht verbogen. Ich hatte das bei den anderen mal, durch dieses Wasser und Nasswerden waren die dann irgendwie so ganz verknäult und waren dadurch total schwer ranzubekommen. Das ist bei denen jetzt nicht mehr so. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, bei den anderen Tapes, bei der alten Version, hat sich hier die Rückseite auch vernünftig mit eingefärbt. Und bei dem jetzt irgendwie nicht, also es hat die Farbe gar nicht angenommen. Deswegen ist es halt vielleicht bei, obwohl bei dunklem Haar, ja, das weiß ich nicht. Also wenn man es mit Farbe färbt, so richtig Farbe, permanent, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar hält. Aber bei diesen Direktfarben, also Direct Directions, Arctic Fox und Co., hält das halt nicht so gut. Deshalb, das ist halt ein bisschen blöd, wenn man die dann halt nicht ganz so leicht verstecken kann. Also sieht man halt, wenn man hier so ein bisschen, wenn es rausguckt, wenn es halt grün wäre, wäre es halt besser versteckt als ja, die weißen. Aber dafür finde ich, habe ich auch das Gefühl, sind die dichter. Also die einzelnen Wefts sind dichter. Also ich denke, wenn man dünnes Haar hat, so wie ich, ich habe auch relativ feines Haar, dass man eigentlich super gut mit einem Set auskommt. Weil ich habe ja früher immer zwei genommen und ich habe jetzt halt wirklich fast aus alle zwei mal drin gehabt. Und jetzt habe ich noch so viele übrig. Guck mal, wie viel Haar das ist. Also es ist wirklich fast noch ein halbes Set. Deswegen, ja, glaube ich, dass man da echt klarkommt. Vor allem, wenn man nicht so eine Frisur hat wie ich. Weil durch diesen relativ kurzen Schnitt muss ich ja irgendwie schauen, dass ich die so ein bisschen verblende und sehr viel irgendwie Haar haben, um das ein bisschen, ja, dicker halt einfach zu haben, dass man diesen Schnitt nicht sieht. Hätte man jetzt Haare bis hier, wäre das ja viel einfacher. Da bräuchte man weniger Haar, um das geschmeidig zu verlängern, weil man da nicht noch eine Frisur quasi wegmachen muss. So, und ich jetzt noch 3 Jahre quatsche, zeige ich euch erstmal kurz, wie ich die reingemacht habe. Gone,
waited so long for this to be over. And now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Now that I've found the only way to get myself home again. Weil das ist auch nochmal so ein Selbstversuch gewesen von mir, die Tape-Extensions selber reinzumachen, einfach weil Pia keine Zeit hatte. Also normalerweise hat mir die Pia immer reingemacht, außer einmal. Da habe ich es auch vorher schon selber versucht. Das war eine Katastrophe. Diesmal habe ich das Gefühl, habe ich es besser hinbekommen. Ich fand auch, ich glaube, das lag auch daran, dass die halt wirklich so stabil sind und nicht verbogen waren, wie die davor, die ich halt gefärbt hatte. Und die waren dann so durch das Wasser, so ein bisschen, ja, wie gequollen und dann so wuh. Haben trotzdem gut gehalten, waren aber halt total schwer anzubringen, gerade am Hinterkopf. Das gerade aufeinander zu legen alleine war halt fast unmöglich. Und mit denen war das super leicht. Ich habe das gut hinbekommen. Es war halt anstrengend, die ganze Zeit die Arme so und am Hinterkopf zu arbeiten. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall gut geworden, habe ich das Gefühl. Und die sind gut aufeinander. Trotzdem würde ich mir wünschen, wenn ich mir die nochmal reinsetzen lasse und auch beim Rausnehmen, werde ich mir auf jeden Fall von Pia Hilfe suchen, weil, oh Mann, es tut mir leid, dass mir so viel im Gesicht rumgrabbelt. Boah, ich habe das Gefühl, kennt ihr das, wenn man die Haare frisch geschnitten hat und überall so kleine Krümelchen noch hat und es die ganze Zeit killert? Oh, es tut mir leid. Jedenfalls beim Rausmachen werde ich auf jeden Fall auch Pia fragen, ob sie mir helfen kann, weil ich finde das alleine Rausmachen ganz arg schwierig, weil man da ganz oft das Tape noch drin hat und das nicht, wenn man nicht sieht, ob man gerade das Klebeband auseinanderzieht oder einfach nur den Weft vom Klebeband ab und dann dieses Klebeband-Sandwich noch in den Haaren hat. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb hoffe ich, dass Pia mir hilft. Und beim nächsten Mal reinmachen, glaube ich, ich finde das auch echt angenehmer, wenn das jemand macht, der hinten einfach den kompletten Kopf schön in Sicht hat und das einfach genauer machen kann, schöner abteilen kann, als man selber am Hinterkopf. Aber ich fand es trotzdem machbar und bin nicht verzweifelt, während ich mir die reingemacht habe. Also würde ich sagen, der Selbstversuch ist so zu ungefähr, sagen wir, 80% erfolgreich gewesen, aber trotzdem war es ein bisschen unbequemer, als wenn es mir jemand anders reingemacht hätte. Und beim nächsten Mal frage ich wieder zu Frau Pia, wenn sie Zeit hat. Das war jetzt gerade nur so zeitlich unpraktisch, weil ich halt die, wie gesagt, vor dem Urlaub drin haben wollte und Pia hatte keine Zeit und dann hatte ich keine Zeit. Und Zeit ist auch so ein Ding, was man, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Im Moment habe ich eher das Gefühl, ich habe weniger Zeit. Aber ja, ich bin sehr zufrieden mit diesen Haaren. Hihi, ich hoffe, ihr freut euch, mich mal wieder zu sehen und mal wieder zu hören. Dann zu guter Letzt wollte ich euch noch erzählen, dass es bei VP Fashion einen Summer Sale gibt und da gibt es tolle Rabatte. Ich schreibe euch das mal hier hin und alle wichtigen Infos nochmal in die Infobox. Falls ihr vorhabt, euch Extensions zu kaufen, dann wartet noch ein bisschen, bis der Sale kommt und dann könnt ihr sparen. Sparen ist immer gut. Ich meine, ich habe ja das Glück, ich kriege die geschenkt. Ich glaube, das wissen auch mittlerweile alle. Und ich würde sagen, ja, bis dahin, passt wundergut auf euch auf. Wundergut ist kein Wort. Passt super auf euch auf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.